Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. In der letzten Folge haben wir das Phantom fertig gemacht. In einem 13-minütigen Part, wie kann er es wagen? Und jetzt machen wir uns auf zum nächsten optionalen Boss. Geh da runter, Donald. Und zwar hier in Agrabah. Warte mal, ich sollte vielleicht zeigen, was ich hier noch ausgerüstet habe. Ich habe das Löwenherz mal ausgerüstet und die ganzen MP-Sachen mal gelassen. Wir haben noch Elixiere dabei und ja, sonst nichts. Was ist los? Möchtest du irgendwo hin? Mit dem Teppich fliegen? Lass ihn in Frieden. Das fand ich schon immer gut. So, nächster optionaler Boss. Dann nehme ich das Gefühl, dass der ein bisschen einfacher wird. Boss Nummer 2. Kurt Caesar. Na komm mal her. Der hat auch ein Netzgimmick. Nämlich blockiert er unsere Magie. Ich weiß nicht, wie viel er uns abzieht. Ich will es vielleicht nicht wissen. Okay, Donald ist schon beinahe tot. Aber er ist kein guter Vergleich. Jetzt müsste er noch chillig sein eigentlich. Wie gesagt, Magie können wir nicht einsetzen. Im Moment. Verhindern diese komischen Kugeln, deswegen machen wir sie platt. Stell mich mal nicht da rein, ich will nicht wissen, wie viel er abzieht. Wenn er will 70, das müsste eigentlich reichen. Komm her. Oh, ist auch nicht viel. So. Es ist sein Kopf da, den haben wir jetzt auch kaputt. Oh ja. Ach du liebes Göttchen. Ja, wir haben schon ein bisschen Schaden hier reingehauen. Ach, schade. So, Gimmick Nummer 2. Jetzt können wir nur Magie einsetzen, um den Schaden zu machen. Nein, boah, ich habe schon wieder vergessen. Das ist super, das kann jetzt ewig dauern. Au. Gute ist, der hinterlässt so MP-Kügelchen, wenn man ihn angreift. Also, das ist nicht so hoffnungslos, finde ich. Eisklar so ab. Nee, Blitzgas ist irgendwie besser. Weil wenn man in der Nähe ist, ist das ein garantierter Treffer. Oder? Hexa. Ja, meine MP zurück. Das ist eigentlich... Okay, ich habe irgendwie gelogen, als ich gesagt habe, ist alles ohne Leveln möglich. Also ein paar Gegner, wie man sieht, brauchen doch ein bisschen Strategie. Oh Gott. Oh, ist alles gut. Der hinterlässt HP-Kugeln, wenn wir den kaputt machen. Oh nein. Wenn er das macht, springen. Wenn er das macht, wegrollen. Wegrollen. Springen. Das ist noch kein Problem. Zur Not habe ich immer noch ein Elixier und so, was ich einsetzen kann. Da kann ich, glaube ich, doch kann ich noch. Wupp. Wupp. Der Kampf macht auf jeden Fall mehr Bock als gegen das Phantom, finde ich. Ja, jetzt sagt mich, der rollt schon wieder weg mit seinen Angriffen. Lass ich nur nicht halt treffen lassen, das ist ein Problem. Da.
Weiß nicht, ob der auch eine zweite Phase hat, wenn man ihn nur mit Magie angreifen muss. Ich glaube, ich jedenfalls nicht erinnern. Aber man hat Magie an seiner Seite, da kann eigentlich nichts passieren. Solange man Vita einsetzen kann, ich glaube, den mache ich schon jetzt fertig. Okay. Der Part wird noch kürzer als gedacht. Ja, was macht er jetzt? Ich weiß nicht mehr, was das macht. Hat nur Explosion anscheinend. Aber irgendwas, ja. Mal schnell Schild kaputt machen. Ja. Ja, er müsste jetzt eigentlich schon kaputt sein. Aber war vielleicht doof. Ich glaube, wir haben ihn jetzt. Noch kürzer als der letzte. Nein! Du Pisser! Hat Donald Aero auf mich ballert. Komm schon, ich will's wissen. Oh nein. Unterrollen. Springen! Rollen. Ah! Springen! Ich kann sagen, was ihr wollt, aber da ist mir zu riskant. Ja, doch komm, ich krieg noch, wenn ich mit die paar AP noch übrig hatte. Oh Gott. Boah. Leck mich. Krieg doch jetzt hier nicht noch. Jetzt so wohl gerne. Naja, so, jetzt bist du weg. Bam, ist weggesagt. Boom, 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 boom. Goofy, warum? Das wollte der Teppich uns unbedingt zeigen, ne? Der Viech uns beinahe getötet. Mach mal. So, Rat Santen Zuken erhalten. Und Anzim bricht Elf erhalten. Ach, da waren doch mir ja nicht alle. Okay, die wollte ich auch mal irgendwann lesen. Aber ich glaube, das ist nur ein Gerücht. Okay, Santen Zuken. Ich glaube, das ist doch so ein Abschlussangriff, ne? 30% Chance, einen Abschlussangriff, der einen schwächeren Gegner vernichten kann. Kann man ja mal zeigen. Wutsch! Ja, 9 Minuten, das ist natürlich jetzt wieder eine optimale Zeit. Vielleicht werde ich auch 2 Bosse hintereinander auf einmal irgendwie zeigen. Weil 9 Minuten, der letzte war 11 Minuten, ist ein bisschen wenig. Vielleicht werde ich ja 2 Videos auf einmal freischalten. Mal gucken. Ich würde aber sagen, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage tschüss. Bis zur nächsten Folge. Der macht das einfach nicht. Okay, dann nehme ich. Tschüss.